ich bin der Clemens und das ist der Landeplatz in Fürth am Fuße der Schmittenhöhe im Pinzgau. Eine wunderschöne, riesengroße Wiese. Hier der Blick nach Osten. Aus dieser Richtung kommt auch der typische Talwind. Nicht besonders stark in der Regel. Hier nach Norden sieht man die Schmittenhöhe mit dem unteren Südstartplatz. Ja, hier ist auch der Bahnhof direkt von Fürth. Sehr praktisch beim Streckenfliegen und für Leute, die hier mit dem Auto herkommen, auf jeden Fall hier beim Bahnhof parken. Hier Richtung Westen erstreckt sich die Bergkette, der sogenannte Pinzgauer Spaziergang. Ein ideales Streckenfluggebiet für Einsteiger. Erstens einmal trägt die Flanke sehr gut und zweitens gibt es hier im Tal überall riesengroße Wiesen, die ein ganz stressfreies Landen ermöglichen. Hier am Landeplatz in Fürth muss man auf die Lufträume achten. Es ist ganz in der Nähe hier östlich, befindet sich der Flugplatz von Zell am See, ein kleiner Sportflugplatz, der aber doch ganz gut frequentiert wird. Und die Platzrunde der Flugzeuge, die führt hier genau über den Landeplatz. Das heißt, man sollte vom Berg nur tief raus zum Landeplatz, unter 150 Meter über Grund sollte man bleiben. Das heißt, die Höhe am Berg abbauen und dann erst tief hier raus zum Landeplatz. Man findet sehr viele gute Informationen zum Luftraum und auch zu den Startplätzen und zum ganzen Fluggebiet auf der Seite des örtlichen Fliegerclubs, auf der Seite von Icarus Pinzgau Paraglider Club.